Der gestiefelte Kater. Ein Müller hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Als er starb, bekam der älteste Sohn die Mühle, der zweite den Esel, dem jüngsten aber blieb der Kater. Traurig sagte er zu sich, was kann ich schon mit einem Kater anfangen? Ich kann mir höchstens ein paar Pelzhandschuhe daraus machen. Hör, sprach der Kater, der alles verstanden hatte, töte mich nicht, lass mir lieber ein paar Stiefel machen, dann kann ich mich unter den Leuten sehen lassen und dir wird bald geholfen sein. Der Müllersohn wunderte sich, dass sein Kater sprechen konnte. Er ließ ihm tatsächlich ein paar Stiefel anfertigen. Erfreut zog sie der Kater an. Dann nahm er einen Sack, er füllte Körner hinein und versah ihn oben so mit einer Schnur, dass man ihn zuziehen konnte. Schließlich warf er sich den Sack über die Schultern und ging davon. Damals regierte in dem Land ein König, der aß für sein Leben gerne Rebhühner. Der Kater wusste das und hatte sich eine List ausgedacht. Er legte den Sack offen hin, führte die Schnur durchs Gras bis zu einer Hecke und versteckte sich dort. Alsbald kamen die Rebhühner und hüpften zu den Körnern in den Sack. Kaum waren genügend darin, zog der Kater die Schnur zu. Anschließend schulterte er den Sack und ging geradewegs zum Schloss des Königs. »Halt! Wohin?« rief die Wache. »Zum König«, entgegnete der Kater dreist. Weil der König oft Langeweile hatte, wurde der Kater eingelassen. Er verbeugte sich tief vor dem König und sprach, »Mein Herr, der Graf, lässt euch grüßen und schickt euch diese Rebhühner.« Der König war außer sich vor Freude über die schönen, fetten Rebhühner. Er ließ dem Kater so viel Gold in den Sack füllen, wie er tragen konnte. »Das bring deinem Herrn als Dank für sein Geschenk.« Da lief der Kater nach Hause, nahm den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttelte das Gold vor dem Müllersohn aus. »Hier hast du etwas für die Stiefel.« Und dann erzählte er die ganze Geschichte. Von nun an brachte der Kater oft Rebhühner zum Schloss und wurde dafür jedes Mal reichlich belohnt. Beim König war er so beliebt, dass er im Schloss ein- und ausgehen konnte, wie es ihm gefiel. Eines Tages erfuhr er, dass der König und die Prinzessin am See spazieren fahren wollen. Da holte er geschwind seinen Herrn und lief mit ihm dorthin. »Entkleide dich und bade im See«, bat er den Müllersohn. Danach versteckte er rasch dessen Kleider. Als nun die Königskutsche dahergefahren kam, klagte der Kater. »Allgnädigster Herr König, mein Herr, der Graf, hat hier im See gebadet. Da kam ein Dieb und stahl ihm seine Kleider. Nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus.« Der König ließ sofort prächtige Kleider holen. Die zog der Müllersohn an und musste sich dann zum König in die Kutsche setzen. Der Kater war inzwischen vorausgelaufen. Er kam zu einer großen Wiese, auf der viele Leute Heu machten. »Wem gehört diese Wiese?« fragte der Kater. »Dem großen Zauberer«, antworteten die Leute. Da befahl er ihnen, wenn der König gleich vorbeifährt, so sagt, »Die Wiese gehört dem Grafen. Tut ihr das nicht, so wird es euch schlecht ergehen.« Den Leuten, die auf einem großen Kornfeld und einem prächtigen Wald arbeiteten, befahl er das Gleiche. Schließlich kam der Kater zum Schloss des Zauberers. Er verbeugte sich vor ihm und sprach, »Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier verwandeln kannst. Kannst du dich wohl in ein so gewaltiges Tier wie einen Elefanten verwandeln?« »Das will ich meinen«, sagte der Zauberer, und schon stand er als Elefant vor dem Kater.
Unerhört, rief er, du bist bestimmt der größte Zauberer der Welt. Aber ich wette, in ein so kleines Tier wie eine Maus kannst du dich nicht verwandeln. Auch das kann ich, prahlte der Zauberer. Und schon sprang er als Maus herum. Wupp, fing der Kater die Maus und fraß sie auf. Inzwischen kam die königliche Kutsche zu der großen Wiese. Wem gehört das Heu? Fragte der König. Dem Grafen, antworteten die Leute. Und die Leute auf dem riesigen Kornfeld und im Wald sagten dasselbe. Schließlich kam die Kutsche zum Schloss des Zauberers. Herr König, willkommen im Schloss meines Herrn, des Grafen, rief der Kater. Der König staunte über das prächtige Schloss, der Graf aber führte die Prinzessin in den Saal hinauf, in dem Gold und Edelsteine glitzerten. Da wurde die Prinzessin dem Grafen versprochen, und als der König starb, wurde der Müllerssohn König. Den gestiefelten Kater aber ernannte er zu seinem ersten Minister.